So, hallihallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem Part von Hearthstone. Und diesmal wird es kein normaler Part, denn ich habe mich entschlossen, das zu feiern, dass ich wieder, dass mein Laptop wieder da ist. Und zwar mache ich eine neue Serie auf, indem ich gegen all die Leute kämpfe, gegen die ich schon mal gekämpft habe. Und dann denke ich darüber nach, Mensch, war das dumm, wirklich Kälte als Ersten zu nehmen? Der ist doch der stärkste Gegner und die Streak schon gebrochen. Das ist echt schlau. Grande Finale hätte es sein können, aber naja, Koopa verkackt's. Und deswegen, ich kämpfe nur gegen einen netten Typen, und zwar kennt man ihn aus dem Livestream, sondern ich habe schon mal gegen ihn gekämpft. Es ist der Elorus. Leider kann er nicht sprachlich hier dabei sein, aber na, er kann ja was schreiben. Ne? So, los geht's. Ich hatte schon nämlich schon mal, ich hatte nämlich irgendwie schon Internetprobleme. Ich will jetzt das endlich hier durchziehen. Und euch zeigen, dass mein Druiden-Tech es doch kann. Es lag einfach nur nicht. Ich glaube, das ist die große Schwäche halt. Wenn du keine Auktionatung oder keine Lehrerin hast, dann bist du halt gefickt. Wenn er jetzt mal annehmen würde. Wenn er mal annimmt. Da, endlich. Los geht's, komm schon. So. Malfurion gegen Uta. Guter. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Vielleicht Ich kann ich muss das die Problem mit Welt der Weihe werden. schützen. Das sollte man nicht weg. Aber das hier sammeln. Ich habe jetzt endlich den Langsamungskampf. Koopa hat's geschafft. Koopa hat's geschafft. Hafthaft. Ich grüße euch. Grüße. Grüße. So ein netter war. Vielleicht mit der Klaue entfernen. Dann spiele ich lieber noch nicht die violette Ausbildung, weil Risiko. Da vergisst du gar nichts. Melde mich zum Dienst. So, die Münze, Violette Ausbilderin, Anregen und Zorn. So wird gerusht, ihr Wichser. Aber ich hoffe nie, dass direkt eine. Ich hoffe nicht, dass er direkt eine Weihe hat. Na, ja, scheiß drauf. Was, ich hab keinen Bock mehr. Silence ich jetzt. Aber jetzt ist es klar, dass er damit dann die violette Ausbildung ausschalten wird. Das würde ich jetzt an seiner Stelle machen. Oh, da hat er zornige Vergeltung.
Ei, ei. Böse, böse. Jetzt hoffe ich, dass man ein paar schöne Zauber raushauen kann mit dem Goblin-Auktionator mal schön Handkarten zu farmen. Das ist wichtig. So, two sword of justice. Alter. Heute einfach mein Auktionator weg. Fick dich. Dich. Dann muss ich meine Naturgewalt raushauen. Und den Wächter der Könige, ey. Motherfuck. Man muss mich quasi opfern. Eieiei. Eieiei, sieht das böse aus. Und wenn der Spott nicht wirkt, dann war's das. Are you fucking kidding me? Wieso funktioniert der dreckige Druide nicht bei Duellen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Halt die Fresse. Ich auch schon ein paar Naxxramas Garten reingepackt. Scheiße, da kommen bestimmt bessere. Ich will mal Einser, Leute. Der seht ihr, na geht doch. War das wirklich so schwer?
Leg ihn auf deinen verdammten Kopf. Das Gute ist, solange er nicht. Woher wusste ich das? Fotze. Dann schon der Terrorwolf Alpha am nächsten Zug. Was machen wir da? Ja, okay, machen wir mal. Nö, 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 warte, warte. Okay. Das war klar, dass Scharfschießen ist. Deswegen habe ich den Terrorwolf Alpha nicht vorher gespielt. Hey! Dann konnte ich mir leiden. Ne, wieso? Ich Lappen, wieso habe ich denn nicht den ruchlosen Unteroffizier geopfert? Egal. Ja, das ist Aggression, damit wird er nicht klarkommen. Das wird ihn fertig machen. Ich euch jetzt schon. Komm, dieses Duell darf ich nicht verlieren, ey. Aggression. Was nein? Alter, das Board ist schon voll. Der konnte kaum was machen, das ist ja schrecklich. Ja, das ist auch nicht einer seiner besten Decks. Oh, jetzt kommt die Sprengfalle. Ja, jetzt pinnt er den runter. Verdammt. Hätte wenigstens einer überleben können. Nein! Nein, ich hätte mit dem Defender noch retten können. Scheiße. Come on, fuck it. Aber ich baue direkt meine nächste Armee auf. Edgy Badge. Nein, ich hasse sie. Den Defender hätte ich noch welche saven können, wäre noch Platz gewesen, dann hätte ich gewonnen. Noch ein Scharfschießen. Ah, super, jetzt macht er Control. Vielleicht gewinnt er sogar noch, wahrscheinlich. Das war so der Moment, wo ich verkackt habe. Alter. Ich erinnere mich wieder. Das ist ein Deck mit den 1000 Geheimnissen.
Der Spott ist wichtig, dass ich den noch behalte. Hätte ich nicht angreifen sollen, nicht Lappen. Nee, das war's. Oh, verdammt. Wenn ich jetzt wieder mit meinen Schamanen gewinne, dann raste ich echt aus. Kill die. Wirklich. Ich fühle mich echt betrogen. Der Druide verkackt zweimal hintereinander, weil ich verdammt nochmal nicht, verdammt nochmal nicht diese scheiß Schlüsselkarten bekomme. Wirklich, wenn ihr LP seht, ich habe da auch einmal so einen eisklaren Sieg gemacht. Es ist einfach nur scheiße. Und nein, eine Losing Streak kann es nicht werden, weil ich kämpfe noch gegen Daniel. Ich werde nicht alle Duelle verlieren. Aber was für ein Paladin-Deck war das, ey, Mann? Das war doch vollkommen. Coin brauche ich mal. Schwächen zu entfernen. Kann ich Bedarf würfeln? Nein, darfst du nicht. Wenn er jetzt Meucheln hat, fühle ich mich scheiße. Aber egal was passiert, spielt trotzdem den Wildgeist, also es kommt eine bessere, geeignetere Karte für diese. Nein, ich möchte keine scheiß Anschlagverzögerung aktivieren. Also ich könnte jetzt gleich aufgeben, ey. Boah.
Ich werde nicht mit leeren Händen gehen. Der Schamane hat mich gegen Kelly nicht enttäuscht. Gegen dich wird das nicht machen. Ich werde nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Ich habe zwar diesen Schlacht verloren, aber nicht den Krieg. Dem ich verstanden. Du nicht nehmen, Kerze. Jo. Ich frage mich, ob... Schade, noch ein Zug. Ist sowas, wenn ich jetzt... Gefährlich überschneiden. Ich weiß, wie gefährlich ein Geomant sein kann. Wie gefährlich ein +1 Zauberschaden sein kann. Ich werde es nicht durchgehen lassen. Nee. Ich habe die besten Angebote weit und breit. Okay, erstmal direkt verhindert. Wetten wir jetzt, kommt irgendeine Karte, die mich fickt, und dann kann ich ihn irgendwie nicht tot kriegen und er kriegt mich tot. Oder ich gewinne einfach. Das war auch mal schön. Okay, eine türkische Klinge. Tödliches Gift. Wie das ausgeht. Alter, der hat 8 Handkarten, hat bestimmt irgendwas, um meine Feuerelementar wegzufetzen. Oder einen Spott. Irgendwas hat er. Okay, Dolchfächer. Ist nicht gerade. Oh, seht ihr, da kommt schon. So gut wie er geht. Tiefe nicht Orakel, was müsste es gewesen sein? Was in einem meiner Karte kann mir helfen? Okay, ist was trotzdem. Gut gespielt. Ich sag euch Leute, ich gehe nicht mit deren Händen aus und dafür sollte man scheiß Schamane.
Zwecke beide Wege, wie ich ihn finish hätte, und mache einen Weg. Wenigstens versage ich nicht komplett. Das ist doch auch schon mal ein schönes. Ja, da unten. Wie lange ist der? Ja, das ist genug. Ja. Danke, dass du dabei warst. Oder jemanden grüßen. Vielleicht den Omi. Immer wieder gern. Pisser, ich scheiß Paladin, Dreckig. Ich hasse dich. Nix. Okay. Bis dann und ciao. Und das war's auch für diesen Part. Dieses. Okay, bis dann und tschüss. Kann ich auch euch sagen. Bis dann und tschüss. Ciao. Goodbye. Und danke fürs Zuschauen, falls ihr immer hier Zuschauer geben wird. Ja, das frage ich mich auch, ob hier irgendein Bob zuschaut, ob ich das nur einfach so laber, aber es macht mir halt so Spaß, dass ich das auch freiwillig mache, selbst wenn da niemand zuschaut. Ja, okay, dann sieht auch niemand, dass ich verkackt habe. Also insofern ist es ganz gut, ich soll jetzt mal von positiven Seite sehen. Ja, ciao Leute.